Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Für irgendwas muss ich doch jetzt hier machen. Vielleicht ist da auch noch was drin, warte mal. Ein Schild, aber auch nicht mehr. Okay, der kommt an der Zeit heraus. Verdammt. Ich muss den. Ich habe jetzt mal gelesen, ich muss den Kampfläufer irgendwie hier hochziehen. Weil dafür ist ja auch der Schalter hier da. Wie soll ich den denn hier hochkriegen? Der folgt mir noch nie im Leben. Ja, zu viele Gefangene sind tot. Toll. So. So, vielleicht erstmal hier lang zu gehen, vielleicht. Ah! Das trifft mich ja wirklich immer, ne? Ich finde, der Sprung ist auch immer interessant. Also, hier kommt nichts. Vielleicht kommt hier noch ein AT-ST raus, aber ganz ehrlich, was ist denn das für ein Scheiß? Also ich habe die Läufer in dem anderen Teil ja schon schrecklich gefunden. Aber in dem Teil sehe ich jetzt persönlich keine Besserung. Was geht hier vor? Das muss doch irgendwie möglich sein, dass ich den hier da irgendwie drauf locken kann. Die Plattform ist ja nicht umsonst so groß. Kann ich hier vielleicht irgendwie rumlaufen oder so? Nee. Ich glaube, ich muss mir dazu ein Video anschauen. Ich krieg das so nicht hin. Ich habe jetzt mal einen Textguide gelesen. Das am Anfang zähle ich mal nicht mit, weil das ja mehr ein Fail wegen der Steuerung war. Ich irgendwie rumgebackt hat. Dann kann ich hier drücken und dann kommt der Fahrstuhl, genau. Kann ich die Läufer doch irgendwie nach vorne locken? Ich muss die doch irgendwie darauf locken können. Also wenn ich da hochfahre, trigger ich das mit den Gefangenen und das geht nicht. Ja, es geht, das finde ich. Ich muss mir ein Video anschauen, sorry. Okay, Freunde, ich habe nachgeguckt, was das soll. Wir müssen nochmal ganz zurück zum Start. Also zum Start der Mission. Gut, dass der Start hier relativ dicht ist, sodass wir nicht so weit immer zurückspulen müssen. So, zack. Dann müssen wir hier direkt rein. Die hier killen. Hier drauf gehen. Hier schnell speichern. Und dann müssen wir da. Hier ist ein Geschütz versteckt. Und das können wir benutzen. Um die hier schnell zu killen. Und sowohl die hier als auch. Warte mal, das hat ein. Ah, scheiße. Das hat nur eine begrenzte Munition. Okay, ich vergesse es. Das hat nur eine begrenzte Munition. Warte mal, habe ich nicht gerade gespeichert gehabt? Moment. Wollte gerade sagen, ich habe doch hier gespeichert gehabt. Okay, dann muss ich die zuerst so besiegen. Und dann möglichst zuerst die, die vorne stehen, denn die machen am meisten bei den Schaden. Ah, verdammt! Treff den! Ich hab...
So, jetzt muss ich nicht auf das Geschütz hier gehen. Nein, benutzen. Und damit kann man das Teil jetzt nämlich kaputt hauen, Alter. Wer kommt denn auf sowas? Von dem, wer sieht das da? Wir warten dann hier auf das Evakuierungsschiff. Perimeterverteidigungen sind zu stark. Du musst etwas gegen diese Ionenkanonen unternehmen. Ja. Ich muss jetzt auch noch kurz den Schlüssel, um hier nochmal ranzukommen. Ich habe gleich noch ein bisschen neue Schildenergie. So. Ich habe jetzt auch wirklich nur bis zu der Stelle geschaut. Ja, also ich habe nicht weiter geschaut, denn ich möchte gerne möglichst das Spiel immer noch so erleben. Ohne irgendwelche Cheats und sonstiges. Hey, ey, 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 ey. Dass ich da hochkomme, ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass ich da runter soll. Yep. Also ich habe bisher zwei Stellen in dem Spiel gehabt, die so relativ schwierig waren. Und gut, die hier war eigentlich relativ leicht, wenn man das hier findet. Bitte keine weiteren ATSTs, ich hasse diese Dinge. Ich treffe auch wirklich heute gar nichts, ne? Alter, meine Trefferquote ist irgendwie heute null. So. Nein, ich will nicht das Ding benutzen. Ich will mich hochheilen. Fuck. Ich glaube, besiege ich die einfach jetzt schon, dann würde mich nachher nicht mehr nerven. Und zwar, ey, kommst du da auf einmal her? Arsch. Ups, sorry, ich habe jetzt gerade die falsche Taste gedrückt. Sorry, falls ihr das gerade hören musstet. Wenn ihr gerade einen Hörknall bekommen habt. Tut mir leid. Boah, Alter, was ist das? Ich muss sie herlocken. Oh, der hier nervt. Hau ab. Geh weg, genau. So. Treffe ich die überhaupt von der Entfernung aus? Noch welche... Du kriegst definitiv keine Deckung. Ich krieg auch keine. Weil ich auch die ganze Zeit nicht treffe. Ich glaube, ich wäre so aufgeschmissen, wenn ich in dem Spiel nicht so viel Munition hätte. Oh, wie viel kommt denn jetzt hier noch? Könnte doch vielleicht ein bisschen mehr Heilung irgendwo platzieren, ne? Aber wenn ihr schon so viel Gegner schickt, dann platziert zumindest auch genauso viel Heilung. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und wo kommt die alle her? Da. Wo ist meine Deckung? Okay, das war schon mal ganz gut. Okay, hat eine relativ gute Deckungskraft, wenn ich da stehe. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hasse diese Dinger eh. Ich würde auch an dem Scheißteil nicht vorbeikommst. Ja, stell dir vor, ich bin tot. Ja, das weiß ich auch. Ich muss die hier erst besiegen, bevor ich da hingehe, denn ich vermute mal, das ist so geskriptet, dass wenn ich einen bestimmten Bereich betrete, dass er dann rauskommt. Aber ich lasse mich schon wieder viel zu oft treffen. Ich muss echt Leben sparen. Okay, da konnte ich jetzt auch nichts für. Oder wenn ich eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegt habe oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, den ich treffe da oben. Komm ich da durch? Ja. Tschüss, Assis.
So. Ich glaube, bin ich da gerade so weggebackt? Okay. Ich glaube, so oft wie ich stirbt, glaube ich, auch keiner in dem Spiel. Oder alle, weil das Spiel so unglaublich kompliziert ist. Okay, das ist der Schwierige hier. Der ist ekelhaft. Jetzt hat er eine Minigun-Kanone da. Ich hoffe, der AT-ST trifft mich von hier oben nicht. Wir haben wieder Schilde, die nehme ich auch gerne an. So, direkt mal speichern mal wieder. Ich speichere so oft in dem Spiel, ne? Okay, hier ist wieder so ein Geschütz. Ich habe mir direkt mal in den Arsch geschossen. Wo ist der Läufer jetzt hin? Ich sehe den Läufer gar nicht. Ach, da! Mit dem Geschütz kann ich ihn aber nicht treffen. Oder lasse ich ihn da stehen. Ich krieg den irgendwie hierher gelockt. Ah, hier ist auch noch eins. Vielleicht geht's mit dem ja besser. Autsch. So, endlich ist das Scheißding erstmal weg. Das ist ganz Schlimme. Hä? Was wurde ich denn jetzt besiegt? Da war doch gar nichts. Oder ist da wieder so noch ein Läufer? Hä, was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Oh, hier ist Heilung drin. Nehme ich gerne. Aktuell nichts lieber als das. Habe ich so noch eine Heilung? Und noch Medipack. Also, das Spiel ist auch mal großzügig. Es gibt ja auch mal eine Heilung. Oh, fuck. Da ist ein Geschütz. Ist auch noch eins? Nee. Raus da, raus, raus, raus. So, weg mit dir. Ich. Bitte sag, dass die da unten abgeschaltet sind. Bitte sag das. Alter, was treffen die bitte? Also die sind 10-mal stärker als gefühlt die wir bisher hatten. Und die machen mit einem Schlag schon oder einem Schuss schon extrem viel Damage. So. Es geht kein Entkommen. Zeigen Sie mich. Oh, Alter, genau ins Feuer reingerannt, ne? Ich weiß, dass da jemand ist. Ich da jetzt runterfalle, ne? Bin ich tot. Zeigen Sie sich. Ja, hahaha. Diesmal hab ich's gesehen. Ich weiß, dass da jemand ist. Dass ich das ja durchkomme. Ich habe genau gesehen, dass hier so ein Ding ist, aber da komme ich doch nicht rüber. Warte mal, wenn ich jetzt hier so springe? Ah. Genau. Die kleinen Wichser hier. Nein, das wollte ich nicht gesagt haben. Ja, bevor ich jetzt da runtergehe, hole ich mir erstmal hier noch ein bisschen Schild. Gucken wir mal, was hier noch ist. Okay, gar nichts. Wahrscheinlich muss ich hier später noch zurück. Bitte sag mal, dass ich gegen diese Dinger nicht kämpfen muss. Ich habe das Gefühl, dass man die, glaube ich, gar nicht besiegen kann. Wo? Da unten ist noch einer. Auf gar keinen Fall da jetzt runterfallen. Wo ist hier noch einer? Wir werden angegriffen! Oh!
Ich muss einmal trifft er mich noch, ich hab's genau gewusst. So, zack. Oh Gott. Nein. Mach auf die Tür. Wir werden angegriffen. Lass sie auch nicht weitergehen, ne? Ich warte immer erst, bis ich wieder zur Tür gehe. Wer schießt denn hier so stark? So, Alter. Ich hab's gewusst, dass er mich weghaut, deswegen habe ich extra nochmal gespeichert. So, zack. Er haut sau viel weg, ne? So, nochmal eine Versorgungskarte gefunden. Und eine Heilung. Habe ich jetzt auch eine Zugangskarte hierfür? Ne, habe ich nicht. So, die Frage ist, wo kriege ich jetzt diese Zugangskarte her? Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht bei irgendeinem von diesen Typen jetzt hier rumliegt. Doch, liegt sie. Leck mich doch. Der muss hier irgendwo sein. Hä? Wo? Bin hier. Zeigen Sie sich! Scheiße. Ich brauche irgendwo wieder volles Leben. Das wäre jetzt echt mal praktisch. Und wenn ich jetzt hier rangehe. Er muss umzingelt werden. Toll. Wenn er mich einmal trifft, eh, ne? Da muss ich nur einmal treffen und zack bin ich weg. Und das ist eben das Doofe an dem Leben hier. Und ich habe keine Heilung mehr. Ich renne jetzt aber hier rein und renne durch. Es steht der Arsch da im Weg. Ich wollte zu der Heilung laufen. Jetzt steht dieser fette Arsch da im Weg. Ja, mach auf. Er muss umzingelt werden. Er muss umzingelt werden. Jetzt muss auch noch drauf gehen, komm. Er muss umzingelt werden. Das kann nicht sein, dass ich den nicht treffe, ey. Irgendeiner von diesen Schüssen muss doch mal treffen. So. Komm, gibt's da noch irgendwo eine Heilung? Jetzt ist ein Schild. Alter, aber die Gegner sind sau stark geworden. Wenn ihr euch jetzt noch an die Stelle erinnert, wo ich da gegen diese ganzen Gegner dann in diesem einen Raum gekämpft habe. Haben wir deutlich besser angestellt als hier, so. Kyle, ich kann nicht landen. Die Ionenkanonen sind immer noch aktiv. Du musst sie zerstören. Und wie mache ich das? So nicht. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas gemacht jetzt hier. Oh! Auf jeden Fall das Zeichen dafür, dass ich zurück muss. Definitiv. Ich bitte weiter gelernt, wenn ein Gegner aus einem Bereich kommt, wo man schon war, dann muss man da mit Sicherheit nochmal hin. So, zack. Save Point. Ah, guck, hier ist auch noch eine Versorgungsteil. Ja, toll. So, 29 Leben, ey. Ich habe so wenig Leben, ne? Jetzt was machen. Externe Verteidigung ausschalten, um Evakuieren der Gefangenen ermöglichen. Ja, die Waffen Screw treffen. So, die Frage ist, wo muss ich denn dafür jetzt hin? Okay, dahin. Gut, dass ich gerade eben das Ding ausgeschaltet habe.
Okay, die typischen Brüstekanonen. Das geht nicht, ne? Nee. Aber was muss ich denn dann machen? Was hab ich denn da jetzt gerade abgeschossen? Weil der Typ ist schon längst tot, ne, und schreit immer noch. Was hab ich denn da jetzt gerade abgeschossen? Jetzt kommen hier keine Gegner mehr, deswegen bin ich gerade ein bisschen fragwürdig, ob ich hier richtig bin. Ja, bin ich. Sonst bin ich mir relativ sicher, weil jetzt hier ein Gegner steht. Wenn irgendwo ein Gegner steht, den ich eigentlich schon mal besiegt habe, dann heißt es eigentlich immer, dass ich dahin muss. Nur alles, aber bitte keine Läufer jetzt hier und keine 100 Offiziere in einem Raum. Und kein Sturmtrupp, wenn er nicht stirbt. So. Da ist zu. So, ist die Frage, wo geht's jetzt lang? Hier nicht. Dahin zu den Gefangenen. So. Nö. Okay, jetzt bin ich gerade überfragt. Aber da war ja, glaube ich, auch nichts, ne? Ist auch zu. So, das sind unsere. Ich meine, die Sturmtruppen wären ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich ja hier schon hier auf jeden Fall hin muss. Vielleicht bin ich auch zu weit. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, wo es hingeht, das würde ich sagen, entscheiden wir in der nächsten Folge oder prüfen wir in der nächsten Folge. Ich habe keine Lust mehr. Ach, das ist echt so eine Sache in dem Spiel hier. Also das Ganze ohne Vorkenntnisse durchzuspielen, wie ich das jetzt hier mache, das ist echt hart. Also da müsst ihr schon euch viel, viel Zeit für nehmen und vor allen Dingen auch Geduld haben. Und vor allen Dingen viele Ideen haben. Gut, euch aber Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Die Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Ciao.